Der goldene Schnitt und sein Vorkommen in der heutigen Welt. Besondere Zahlen in der Natur. Das Verhältnis von der Entfernung Mekka zum Nordpol zu der Entfernung Mekka zum Südpol ist exakt 1,618. Was? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein weiteres Video rein. Heute von Interessante Welt. Der goldene Schnitt und sein Vorkommen in der heutigen Welt. Besondere Zahlen in der Natur. So. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich mag Mathematik schon immer. Schon damals in der Schule habe ich mich verliebt in Mathematik. Deswegen habe ich auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich auch immer interessiert war auch an Wirtschaft und an diesen ganzen Sachen. Aber Mathematik auf jeden Fall ein Teil davon sein sollte. Und deswegen feiere ich auch den goldenen Schnitt und Fibonacci und alles, was damit zu tun hat. So, das ziehen wir uns jetzt rein. Ich habe Bock drauf, Digga. Ich bin gespannt. Der Peter geht los. Daumen nach oben da, lass ein Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und los. Es gäbe zwei Strecken. Teilt man die größere Strecke durch die kleinere und es kommt 1,618 raus, stehen die beiden Strecken im goldenen Verhältnis zueinander. Diese Zahl wird der goldene Schnitt oder auch die goldene Zahl genannt. Diese Zahl kommt immer dann raus, wenn die größere Strecke durch die kleinere Strecke das gleiche ist wie die ganze Strecke durch die größere Strecke. Wenn die größere Strecke durch die kleinere Strecke das gleiche ist wie... Das Ganze, warte mal ganz kurz, das muss ich nochmal hören. Die goldene Zahl genannt. Diese Zahl kommt immer dann raus, wenn die größere Strecke durch die kleinere Strecke das gleiche ist wie die ganze Strecke durch die größere Strecke. Ah, die ganze durch die größere. Also die größere durch die kleinere ist das gleiche wie die ganze durch die größere. Jetzt hab ich's. Also das Verhältnis von A zum Ganzen muss... Das gleiche wie die ganze Strecke, nur durch die große Strecke. Got it? Genauso sein wie das Verhältnis von B zu A. Dann hat man den goldenen Schnitt. Die Strecke A muss dabei 61,8% und B 38,2% vom Ganzen sein. Der goldene Schnitt lässt sich nicht als Bruch ganzer Zahlen darstellen. Ist also irrational. Mäßig wie Pi auch irrational ist, ne? Bildet man den Kehrwert der goldenen Zahl, also 1 durch 1,618 und so weiter. Dann kommt da, das weiß ich schon, da kommt 0,618 blablabla raus. Also nur die Stelle vorm Komma ändert sich. Das ist crazy, Digga. Kommt 0,618. Das ist krass. So weiter raus. Also nur die Stelle vor dem Komma unterscheidet sich. Anstelle der 1 steht dort jetzt eine 0. Diese Eigenschaft gibt es bei keiner anderen Zahl. Das ist heftig, Bruder. Außerdem ist die goldene Zahl die einzige Zahl, die sich nur aus Einsen darstellen lässt. Das ist auch crazy, Bro. Zwar durch einen unendlich langen Kettenbruch, der nur aus Einsen besteht. Man kann selbst... Das erinnert mich an mein Studium gerade. ...ganz leicht den goldenen Schnitt geometrisch hinkriegen. Pi ist der kleine Bruder vom goldenen Schnitt. Echt, ja? Man zeichnet eine Strecke von A nach B und errichtet auf diese eine Senkrechte von halber Länge und verbindet diesen Punkt C dann mit A, sodass ihr ein Dreieck habt. Nun schneidet ihr mit einem Zirkel, den ihr bei C ansetzt, die Strecke AC, wobei der Radius CB ist. Jetzt nehmt ihr als Radius die Länge von A zu diesem Schnittpunkt. Geiler Beat, Digga, fühl ich. Und macht um A den Kreis, sodass AB geschnitten wird. Damit teilt ihr die Strecke AB im Verhältnis des goldenen Schnittes. Krass, Digga, eigentlich ganz einfach, ne? Streckenverhältnisse im goldenen Schnitt werden seit der griechischen Antike als Inbegriff von Ästhetik und Harmonie angesehen. Besonders die Tatsache, dass der goldene Schnitt in der Natur zu finden ist, fasziniert die Wissenschaftler seit Jahrhunderten. Er wird oft in der Kunst und Architektur verwendet. Mathematik ist sowas wie die Sprache von Gott, meiner Meinung nach so. Das manifestiert sich halt doch überall in der Natur, weißt du? Alles ist perfekt. Das ist für mich auch mit ein Beweis, dass es Gott gibt und dass wir, dass das nicht aus Zufall alles entstanden ist, so. Auch in der Musik taucht er auf. Zum Beispiel in einigen Strukturkonzepten von Musikstücken wurde der goldene Schnitt nachgewiesen. Man muss sich das, ohne jetzt genau... Das ist jetzt krass, Digga. Wie kann das denn in der Musik stattfinden? Detail zu gehen, so vorstellen, dass die Anzahl der Takte in einzelnen Formabschnitten Verhältnisse bilden,
die den goldenen Schnitt approximieren, also sich dem goldenen Schnitt annähern. Krass, Digga. Ich muss auch mal einen Song im goldenen Schnitt machen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Auch gibt es übrigens Beispiele für bewusste Proportionierung nach den Fibonacci-Zahlen. Wild, Fibonacci auch wild. Der Astronom Kepler bezeichnete den goldenen Schnitt als einen großen Schatz. Kepler, Digga. Habe ich schon mal gehört. Ist Kepler nicht auch ein Stoff? Kepler? Ist doch ein Stoff auch irgendwie, oder? Wenn zwei Dinge bzw. Strecken im goldenen Verhältnis zueinander stehen, dann wird das Gesamtpaket als schön empfunden. Darüber gibt es viele wissenschaftliche Tests, die das bestätigen. Durch so ein Teilungsverhältnis sind die Dinge schön anzuschauen. Untersuchungen mit Versuchspersonen anhand von Rechtecken ergaben, dass tatsächlich, wenn es um Schönheit geht, meist die goldenen Rechtecke gewählt werden. Das ist krass. Nur die Rechtecke mit den Seitenlängen im goldenen Verhältnis. Dies machen... Kevlar meinst du? Oh shit. Okay. Und Kaviar. Nein, Kaviar meine ich nicht, Bruder. Natürlich zum Beispiel Design. Kepler hat den Stoff erfunden, Digga. Welchen Stoff? Ein Planet, der wie die Erde ähnlich ist, heißt Kepler. Ah. Na, der ist ja Astronom, ne? Oder irgendwie so. Benutzer. Der hat den wahrscheinlich entdeckt. Ach krass, sogar Bildschirme sind teilweise im goldenen Schnitt. Zum Beispiel moderne Fernseher werden nahe diesem Verhältnis gebaut. Ist für unser Auge halt harmonisch, so ist krass. Computerbildschirme sind im Verhältnis 16 zu 10 gebaut, was beinahe dem goldenen Schnitt entspricht. Der goldene Schnitt wurde bei berühmten antiken Bauwerken, wie zum Beispiel den Pyramiden in Gizeh, verwendet. Wild. Auch in... Wie, Digga, wie? Modernen Architektur wird stark mit dem goldenen Schnitt gearbeitet. Die haben doch gar keinen Zirkel gehabt damals, oder nicht, Digga? Wie haben die das rausgefunden? Wenn es eine geometrische Figur gibt, die den goldenen Schnitt repräsentiert, dann wäre es wahrscheinlich das Pentagramm. Da sind wir wieder, Digga, krass. Oder das regelmäßige Fünfeck. Die Seite eines regelmäßigen Fünfecks zum Beispiel befindet sich im goldenen Schnitt zu seinen Diagonalen. Bei den Pyramiden ist alles an Mathe drin. Ja, Pi ist auch drin. Ja, Fibonacci, Pythagoras, stimmt. Voll krass, wenn die sagen ja angeblich, dass es Pi da noch gar nicht gegeben hat. Haben irgendwelche Griechen angeblich erfunden, ne? Das ist auch wieder so eine Sache so. Da sind wir wieder da. Das Pentagramm ist eines der ältesten Symbole der Kulturgeschichte. Zu jeder Strecke und Teilstrecke im Pentagramm findet sich ein Partner, der mit ihr im Verhältnis des goldenen Schnittes steht. Wild. In das innere Fünfeck des Pentagramms könnte man immer wieder Pentagramme einzeichnen. GBB sagt, wieso bekomme ich keine Benachrichtigung, dass du live bist? Keine Ahnung. Twitch macht Auge, ich weiß nicht. Die wollen nicht, dass ihr diese Informationen mit aufsaugt. So. Die wollen nicht einfach. Die machen alles dafür, damit ich wenig Zuschauer habe. So. Ist mir schon aufgefallen. I don't know. Weiß ich wirklich nicht. Ich find's auch traurig. Ich muss öfter Instagram. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, meine lieben Freunde. Leon Lovelock einfach eingeben, dann habe ich heute vergessen, aber werde ich in Zukunft jedes Mal, wenn ich live bin, einfach posten. Für die das Gleiche gilt, was den goldenen Schnitt angeht. Das ist krass. Diese sogenannte ideale Proportion wird verständlicherweise in der Kunst verwendet. Eines der berühmtesten Beispiele ist... Bei Kianusch genauso, ja? Ist wie es ist, Digga. Wir heulen nicht rum, wir ziehen weiter durch und machen halt, versuchen da irgendwie drum herum zu arbeiten. Weißt du, was ich meine? Wir geben unser Bestes. Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Wobei der goldene Schnitt nachgewiesen wurde. Krass. Noch interessanter ist diese Zeichnung von da Vinci. Der sogenannte vitruvianische Mensch. Das ist krass. Das wollte ich mir mal tätowieren lassen von da Vinci, das Ding. Ich finde das irgendwie crazy. Das Verhältnis aus Quadratseite und Kreisradius entspricht dem goldenen Schnitt. Leonardo da Vinci zeigt hier, dass der Mensch bei... Ich will mir auf jeden Fall noch Mathematik tätowieren lassen. Mehr Mathematik so. Ich liebe Mathematik. Der goldene Schnitt muss eigentlich dazu. Der muss eigentlich auch mit drauf auf dem Buddy. Robson hat gestern im Chat gesagt, ey, lass dir mal die Chakren auf die Wirbelsäule tätowieren. Fühle ich auch komplett so. So eine Sachen tätowieren zu lassen, weißt du? Mehr solche Sachen, die halt richtig Meaning haben. Sprechende Haltung genau in die Form eines Quadrates passt und der Quadratmittelpunkt im Schritt liegt. Das gleiche gilt für den Kreis. Sein Kreismittelpunkt liegt... Aber ohne Schniedel. Haut's? Schniedel it out, man, hat da? ...im Bauchnabel.
Daher geht man stark davon aus, dass dies die Darstellung des Menschen im goldenen Schnitt ist. Krass. Was Da Vinci damals anscheinend schon wusste, wissen die meisten heute immer noch nicht. Sind manche Menschen im goldenen Schnitt oder was und manche nicht? Oder sind wir alle im goldenen Schnitt? Deswegen wir auf den goldenen Schnitt beim Menschen am Ende des Videos nochmal eingehen werden. Digga, ich will mal jetzt ausmessen, ob ich auch im goldenen Schnitt bin. Ja, ich bin im goldenen Schnitt, das fühle ich schon. Ich wirke harmonisch auf Menschen. Optisch auf jeden Fall. In der Natur taucht der goldene Schnitt sehr oft auf. Zum Beispiel in der Symmetrie der Blätter. Teilt man 360 Grad durch den goldenen Schnitt, erhält man den goldenen Winkel 137. Bro, ist das gerade eine Erddarstellung, die flach ist, Digga? Ist das gerade die flache Erdkarte, mein Jutster? Auf was willst du hier hinweisen? GBB sagt, aber diese Farbstoffe können echt deinen Körper schaden, auch wenn man es nicht gerne hört. Ja, ich habe das vorhin schon gesagt, es gibt halt leider einige Sachen, die den Körper schaden können, so. Ich finde Tattoos geil, so, weißt du, und ich habe mir auch vorgenommen, ich will mir so verschiedene Sachen aus verschiedenen Kulturen tätowieren, ich will so alles zusammenbringen, Digga, weißt du, aus Kulturen, Religion, Mathematik und so, ich will alles auf meinem Körper, so, ich will alles, ich bin alles, ich bin Wasser, Digga, mich kriegst du nicht in die Trennung rein, so, ich bin alles, damit haben Leute auch Probleme, aber ist mir egal. 30,5 Grad. In diesem Winkel sind zum Beispiel Sonnenblumenkerne angeordnet. Auch die Anordnung von Blättern, auch Phyllotaxis genannt, weisen dieses System auf, wodurch nie exakte Überdeckungen entstehen. Weitere Beispiele sind zum Beispiel Kiefernadeln, Kohlarten, Rosen und so weiter. Die Gründe solcher Anordnungen, worüber wir in der letzten Folge geredet haben, sind nicht ganz sicher bestätigt worden. Es sind mögliche Erklärungen dafür. Aber da es bei den meisten Vorkommnissen in der Natur noch eine offene Frage ist und... Leon, auch im Gesicht Tattoo, Träne oder so? Ich wollte mir unter mein rechtes Auge, wollte ich mir ein Alien, wo die Leute Tränen machen, wollte ich mir ein Alien, hier so an die Seite von meinem Gesicht, wollte ich mir ein Alien tätowieren lassen. Ich wäre meine Tätowiererin nicht weggezogen, hätte ich das auch gemacht schon. Mittlerweile weiß ich nicht mehr ganz genau, aber... Ja, ich glaube, das wäre... doch, ich hätte schon Bock drauf, sage ich dir ehrlich. Ich kann mir vorstellen, dass ich das irgendwann noch machen werde. Also, einfach ein Alien auf mein Gesicht drauf. Theorien nicht passen, sind es vielleicht auch nur Versuche von Wissenschaftlern, eine Erklärung für dieses Phänomen zu finden. Ob es nun wachstumstechnische Gründe hat, oder ob es nur reine Ästhetik und Schönheit ist, die die Natur von sich zeigt, ist eine ungeklärte, aber extrem interessante Frage. Die goldene Spirale haben wir im letzten Video kennengelernt. Hierbei finden wir goldene Rechtecke, die neben den Quadraten liegen. Hier, diese Spirale oder die Quadrate könnte ich mir tätowieren lassen auch. Offenbar hat der goldene Schnitt irgendwas mit den Fibonacci-Zahlen zu tun. Teilt man nämlich eine Fibonacci-Zahl durch seinen Vorgänger, erhält man nahezu 1,618. Je höhere Fibonacci-Zahlen man nimmt, desto genauer wird der Wert des goldenen Schnittes. Krass. Diese Folge von Quotienten der benachbarten Fibonacci-Zahlen konvergiert also gegen den goldenen Schnitt. Dies war eine faszinierende Erkenntnis. Anscheinend existiert in der Natur mehr Ordnung, als wir denken. Diese einzigartige Zahl ist auch in der perfekten Geometrie der Schneeflocken wiederzufinden. Flocky-Vibes. Selbst in jeder Flocke denn, man? Nahspirale ist dieses goldene Verhältnis wiederzufinden. Das ist jetzt krass. Auch unsere Körperproportionen entsprechen dem goldenen Schnitt. Unser Bauchnabel ist nämlich im goldenen Schnitt. Das heißt, das will ich jetzt testen. Ich will das testen. Ich will das jetzt testen, Mann, Alter. Ich habe kein Maßband leider. Oh, ich habe jetzt habe ich richtig Bock auf Tattoos gerade bekommen, ey, wenn ich diese ganzen Sachen sehe, die im goldenen Schnitt sind, so, das turnt mich an irgendwie. Unterkörper verhält sich zum Oberkörper
genau wie der gesamte Körper und Unterkörper. Ein DNA-Strang als Tattoo? Auch nicht schlecht. Also die Chakren auf die Wirbelsäule finde ich schon krass. So. Was ich auch geil finde, habe ich heute auch wieder einen gesehen, einfach so lange Muster, Digga. So wie die Streifen. Wie heißen die Streifen in Peru nochmal? Da habe ich einen gesehen, der hat einfach so Streifen gehabt auf dem Körper, so die von oben bis unten ging, am Rücken so, aber so symmetrisch, weißt du? Crazy sah das aus. Das gleiche gilt für unsere Finger, Arme, Füße, Beine und für unser Gesicht. Der Mensch wurde also in schönster Art und Weise designt. Nachdem man den goldenen Schnitt in Nazca, genau, Natur und so weiter gefunden hatte, begannen Physiker auch im Weltall zu suchen. Abgesehen davon, dass hier wieder das Spiralmuster vorkommt, stehen die Umlaufbahnen von Venus und Erde im Verhältnis 8 zu 13. Das sind zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen. Somit entspricht es nahe dem goldenen Verhältnis. Venus und Erde treffen sich regelmäßig an 5 Punkten wieder. Wenn man diese Abfolge beobachtet, in welcher diese Treffpunkte aufeinanderfolgen, ist zu sehen, dass sie exakt ein Pentagramm bilden. Venus und Erde tanzen ein Pentagramm. Und wir wissen ja nun, was das Pentagramm mit dem goldenen Schnitt zu tun hat. Warum aus einem ursprünglich entstandenen Chaos eine solche Ordnung entstanden ist, muss uns interessieren. Man hat sich irgendwann gefragt, wo der goldene Schnitt der Erde ist. Das Verhältnis von der Entfernung Mekka zum Nordpol zu der Entfernung Mekka zum Südpol ist exakt 1,618. Was? Krass! Ey, guck mal, GBB schreibt gerade Pilgerreise und der sagt gerade das Verhältnis von Mekka zum Nordpol und von Mekka zum Südpol. Digga. Zu der Entfernung Mekka zum Südpol ist exakt 1,618. Also der goldene Schnitt der Strecke Nordpol zum Südpol liegt exakt in Mekka. Krass, Digga. Mekka ist der Ort, an dem sich auch die heilige Kaaba befindet. Boah, das ist wild gerade. Die Muslime treffen. Ich will da auch hin. Hinzu kommt, dass bei der Weltkarte das Verhältnis der östlichen Dehnung zur westlichen Dehnung wieder 1,618 ist. Die Frage ist jetzt hierbei, welche Weltkarte benutzt du gerade? Welchen Globus benutzt du gerade? So, weißt du, was ich meine? So, weil die Weltkarte, wie wir sie kennen aus den Büchern, ist ja fake. Also die ist ja nicht echt so. Die echte Weltkarte, da wirst du sehen, dass Afrika der größte Kontinent ist auf der Erde. Das Mutterland. Aber wenn das stimmt, ist crazy. Kann man das googeln? Einer sagt, ob das stimmt, google mal, Bro. Was soll ich denn da jetzt googeln, Digga? Mekka Nordpol, Mekka Südpol, goldener Schnitt, das wird bei Google bestimmt nicht rauskommen. Da könnte man jetzt ChatGPT fragen. Dann kommt noch hinzu, dass das Verhältnis der Entfernung der Diagonale von West zu Ost auch wieder 1,618 ist. Man kann also sagen, dass der goldene Schnitt der Erde in Mekka liegt. Digga, das ist krass jetzt gerade, Bro. Geiles Video. Sehr interessante Geschichte. Gerade das am Ende fand ich schon sehr spannend auf jeden Fall. Also ich würde jetzt gerne mal überprüfen, wie das ist, bauchnabeltechnisch, ob ich im goldenen Schnitt drin bin und jetzt auch diese Mekka-Geschichte. Das würde mich persönlich auch mega interessieren, ob das wirklich so ist. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich küsse eure Zirbeldrüsen. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.